Hallo und herzlich willkommen zum Vortrag Cyberpunk 2022, wo Brain-Computer-Interfaces auf Grundrechte treffen. An solchen Brain-Computer-Interfaces wird aktiv geforscht. In den Büchern und Computerspielen der Cyberpunk-Welt können sich Menschen das Cyberware implantieren lassen. Wie aber in der realen Welt mit den Rahmenbedingungen bezüglich der Sicherheit dieser Schnittstellen? Dazu werden uns Caroline Kemper und Michael Kolein etwa 45 Minuten spannenden Input liefern. Caroline Kemper ist Juristin und Forschungsreferentin am Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung in Speyer. Dort forscht sie zu Themen der digitalen Sicherheit, insbesondere zu digitaler Polizeiarbeit und IT-Sicherheit. Michael Kolein ist Rechtswissenschaftler und forscht an der Schnittstelle zwischen Recht, Technik und Gemeinwohl. Er ist Koordinator des Bereichs Transformation des Staates in Zeiten der Digitalisierung am Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung. Achtung, es gibt Content Warnings für den gesamten Vortrag. Es werden angesprochen oder gezeigt Waffen, nackte Haut, Gewalt, Körperverletzung, Mord, Manipulation durch Gehirn-Computerschnittstellen, Erpressung, Tierversuche, Krankheit inklusive psychischen Erkrankungen. Fragen stellen könnt ihr während des Vortrages auf Twitter und Mastodon an den Account @hexenc und mit Hashtag RC3 und Hashtag Jadip und nach dem Vortrag im QA. Im Anschluss werden wir eure Fragen im Hexen-Big-Blue-Button-Raum zur großartigen ADA diskutieren. Der Link dorthin wird als Text und QR-Code am Ende des Vortrages eingeblendet. Und jetzt freue ich mich auf einen spannenden Vortrag. Ja, willkommen zu unserem Talk über Brain-Computer-Interfaces und Grundrechte. Wie so viele gute Ideen kam die Idee zu diesem Vortrag auch beim Computerspielen, und zwar bei Cyberpunk 2022. Caroline, wie kamst du auf die Idee, dich mit Brain-Computer-Interfaces auseinanderzusetzen beim Zocken? Ja, ich habe angefangen, Cyberpunk zu spielen, schon gefühlt Jahre drauf gewartet und festgestellt, okay, wir haben hier eine Welt, wo quasi jeder Cyberware nutzt beziehungsweise damit ausgestattet ist. Das heißt einerseits Implantat, wir sehen das hier auf der rechten Seite, am Kopf angebracht, innerhalb des Gehirns, teilweise Implantate an den Organen, dann auch Implantate, die oder beziehungsweise Prothesen, die zum Beispiel die Arme verstärken, mit denen man dann besser kämpfen kann, so Gorilla-Hände und so weiter. Und dachte mir, okay, das ist alles vernetzt. Interessant, wie das wohl funktioniert in einer Welt, in der ja dann die Angriffe auch permanent passieren, insbesondere auch eine Angriffsmethode sind. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, Gegner dadurch zu schwächen, dass wir sie hacken. Das ist so quasi das Sneak-Äquivalent oder das Magie-Äquivalent in vielen anderen Rollenspielen. Als erstes, wenn man einen Gegner angreift, wird man mal die IT-Sicherheit, die er vielleicht noch irgendwie gewährleistet hat, verschiedene Angriffserkennungssysteme und so weiter überwinden, um dann auf das System zuzugreifen. Das nennt man dann Breach Protocol. Man kann dann im nächsten Schritt, um sich nochmal einen Vorteil zu verschaffen, Cyber-Malware-Function einsetzen, um die Cyberware zu deaktivieren. Und dann kann man anfangen, Short Circuit zu verwenden, um elektrische Impulse zu versetzen und dann auch Schaden auszuteilen. Und wer ganz besonders gewieft ist, der setzt Cyberpsychosis ein. Also Cyberpsychose in einem Spiel ist eine Krankheit, die Menschen haben, wenn sie sich ein bisschen arg viel enhanced haben mit aller möglicher Cyberware und dann den Bezug zum Menschsein und zu sich selbst auch verlieren und Menschen in der Nähe zum Beispiel auch wahllos angreifen. Und diese Cyberpsychosis löst eben diesen Zustand aus. Ja, in unserem Vortrag wollen wir Fakt und Fiktion uns genauer anschauen und auch voneinander trennen. Wir wollen darauf eingehen, was sind diese Brain-Computer-Interfaces, was sind Computerschnittstellen, wie sicher sind sie, welche Angriffsszenarien gibt es, wie ist es IT-sicherheitsrechtlich und technisch zu bewerten. Und im Rahmen unserer Arbeit beschäftigen wir uns dann mit den rechtlichen Fragen. Wir sind beide am Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung tätig, im Team von Professor Mario Martini, und beschäftigen uns mit Fragen der Regulierung und des Einsatzes von neuen Technologien in Staat und Gesellschaft. Wir wollen uns das erst aus der grundrechtlichen Perspektive anschauen, welche Grundrechte könnten betroffen sein, wenn man eine
Gehirn-Computer-Schnittstelle in der Zukunft vielleicht trägt und was sollte eigentlich der Gesetzgeber tun? Welche Schutzmöglichkeiten gibt es im bestehenden Recht und welche Lücken gibt es auch noch, die man möglicherweise in der Zukunft schließen sollte, um zu gewährleisten, dass es einen guten Technikeinsatz gibt? Am Anfang jetzt erstmal, was sind denn eigentlich diese Computer-Gehirn-Schnittstellen? Was ist realistisch? Was ist überhaupt möglich? Was wird erforscht und was ist vielleicht Science Fiction und wird niemals passieren? Also Gehirn-Computer-Schnittstellen sind erstmal Schnittstellen zwischen Gehirn und Computer. Das klingt erstmal banal, aber es bedeutet, dass man bestimmte Dinge, Gehirnaktivitäten ausmisst und sie dann verwendet, um eben mit Computern irgendwas zu bewirken. Man kann BCIs oder Gehirn-Computer-Schnittstellen oder Brain-Computer-Interfaces aufteilen, indem man sie zwischen invasiven und nicht-invasiven unterscheidet. Das bedeutet, entweder sie sind innerhalb des Gehirns beziehungsweise innerhalb des Schädels oder eben außerhalb. Und sie haben verschiedene Möglichkeiten oder Fähigkeiten. Entweder sie können aufnehmen oder sie können auch stimulieren. Das ist so ein bisschen Lese-Schreib-Fähigkeit, um es mal so das Computer-analog zu bringen. Gehirn-Computer-Schnittstellen, an die wahrscheinlich die meisten hier denken, sind die implantierten Mikroelektroden. Die stecken im Gehirn drin und können dann bis zu einzelnen Neuronengruppen aufnehmen in ihren Aktivitäten. Also wann sie feuern und nicht feuern und welche Muster sich da ergeben. Das können entweder so kleinere Kettchen sein oder auch hier so eine kleine Platte wie in der Mitte. Und rechts, das ist ein Modell, das quasi so vom Hersteller versendet wird. Also so sieht's aus, wenn es nicht im Schädel ist. Es gibt noch die sogenannten ECOGs. Das ist so eine Art loser Stoff oder so ein Plättchen quasi, an dem Mikroelektroden befestigt sind. Die werden auf das Gehirn gelegt, das heißt, Schütteln muss geöffnet werden, aber es wird nicht in das Gehirn eingeführt, was dann auch zum Beispiel das Infektionsrisiko vermindert. Und auch damit lässt sich eigentlich ganz gut Gehirnaktivitäten aufnehmen. Als Stimulierungsäquivalent hätten wir dann die Deep Brain Stimulation, die tief ins Hirn reinreicht. Das heißt, wir haben eine Mikroelektrode, die in das Gehirn eingefügt wird oder mehrere und die dann bestimmte elektrische Impulse abgeben. Man sieht jetzt hier so ein kleines Gerät im Brustbereich, das steuert das Ganze und erzeugt quasi das Stimulationsmuster, das basierend darauf bestimmt, also das hängt davon ab, wie was genau da bewirkt werden soll mit der Stimulierung. Zum Beispiel sollten da vielleicht epileptische Anfälle verhindert werden oder abgemildert werden, dann wird entsprechend das Muster erzeugt und der Impuls abgegeben. Die Stimulierung kann man aber auch außerhalb des Schädels durchführen, zum Beispiel indem man ein Magnetfeld außerhalb erzeugt, das sich dann auf die Gehirnaktivität auswirkt. Man kann das auch mit einem Gleichstromfeld machen. Mittlerweile gibt es sogar Ideen, so ganz unauffällige Earbuds zu verwenden, um den Vagusnerv zu stimulieren. Die wohl bekannteste Methode, Gehirnaktivitäten aufzuzeichnen, ist die Elektroenzephalographie, also das EEG. Das ist nicht invasiv, also außerhalb des Schädels, das sieht man hier. Dadurch auch ein bisschen ungenauer, aber eine sehr, sehr weit verbreitete Methode, weil man das Gehirn nicht quasi öffnen muss, beziehungsweise den Schädel nicht öffnen muss. Wir sehen jetzt hier einerseits eine Kappe, andererseits die Mikroelektroden, die auf der Haut angebracht werden, auf der rechten Seite. Da wird typischerweise dann auch die Kopfhaut vorher befeuchtet, damit das Signal besser aufgenommen werden kann. Allerdings braucht man das gar nicht mehr so unbedingt. Es gibt mittlerweile auch EEG-Headsets, die auf der trockenen Haut gut aufnehmen können. Zum Beispiel links, da sieht man auch so die einzelnen Elektrodenärmchen. In der Mitte ist es nur noch so ein Fühler und rechts, das ist so eine Art Headset quasi, das sich so relativ unauffällig in die Ohrmuschel einpasst. Und dann gibt's noch bildgebende Verfahren wie die funktionelle Magnetresonanztomographie. Da wird der Blutsauerstoffgehalt gemessen und dadurch lassen sich Rückschlüsse ziehen, wo gerade viel Aktivität im Gehirn passiert. Das wird zum Beispiel für Lügendetektoren verwendet. Ja, jetzt haben wir uns angeschaut, wie das aussieht, direkt an das Gehirn anzuschließen oder die Gehirnwellen zu messen aus dem Schädel im Schädel. Es ist natürlich aber immer ein IT-System, das damit verbunden ist.
Und genau, das aus der Sicherheits- und IT-Sicherheitssicht guckt man sich mal das Gesamtsystem an. Und Caroline, wie sieht das beispielsweise experimentell in dem Fall aus? Das ist, glaube ich, ein Freiburger Unternehmen. Genau, das ist eine Grafik von einem Freiburger Unternehmen, CoreTech nennt sich das. Die stellen auch viel so Gehirn-Computer-Schnittstellen her. Und hier sieht man das relativ gut, welche verschiedenen Schritte es gibt. Also wir haben zunächst mal die Elektroden innerhalb des Gehirns. Wir haben dann diesen Neurochip, nennt man das manchmal, so ein kleines Gerät hier im Schädelbereich angebracht, das die Daten vorverarbeitet und auch zum Beispiel die Stimulationsmuster erzeugt. Und dann hat das meistens mittlerweile eine drahtlose Verbindung zu einem Computer, zum Beispiel von einem Arzt, wo dann nochmal größere Datenanalysen stattfinden können oder auch Daten gesichert werden können, der Arzt auch ein Stück weit kontrollieren kann, wie gut ist die Therapie, wie geht's den Patienten. Und wir sehen jetzt das schöne Wort Artificial Intelligence hier oben rechts, also KI. Ist das in dem Fall nur ein Marketingargument oder kommen da wirklich irgendwelche maschinellen Lernverfahren zum Einsatz und vielleicht auch warum? Also Gehirnaktivitäten sind relativ komplex. Wir haben ja unglaublich viele Neuronen und da braucht man natürlich eine starke Methode, um die auszuwerten. Früher hat man das mit statistischen Methoden teilweise über Wochen und Monate hinweg gemacht. Also wir sehen jetzt hier so auf der linken Seite so ein paar Muster, die müssen natürlich ausgewertet werden. Heutzutage nutzt man dazu vor allem Machine Learning, um eben da, also im Endeffekt ist es halt so die pure Statistik, halt Korrelation von bestimmten Aktivitätsmustern, dass ich zum Beispiel habe, wenn ich den linken Arm hebe und dann kann darauf der Rückschluss gezogen werden, okay, ich heb gerade den linken Arm und im Fall von einer Epilepsie zum Beispiel kann man so sagen, okay, das Gehirnmuster zum Beispiel eine halbe Stunde vor einem Epilepsieanfall sieht so und so aus. Damit kann man vielleicht vorhersagen, wann Epilepsieanfall stattfindet. Auf der rechten Seite hier sehen wir auch so eine kleine Einfärbung. Da kann man mit bildgebenden Verfahren vielleicht feststellen, wo ist der Kern des epileptischen Anfalls, wo müssen wir vielleicht Gewebe entfernen, um dann der Person ein bisschen besseres Leben zu ermöglichen mit weniger Epilepsieanfällen. Aber es gibt auch noch mehr Möglichkeiten, Gehirn-Computer-Schnittstellen im medizinischen Bereich anzuwenden, also zum Beispiel zur Kommunikation. Hier mit einem EEG, da wird eine Person kann da buchstabieren mit quasi. Das funktioniert über ein sogenanntes ereignisbezogenes Potenzial. Also wenn sie jetzt Hallo buchstabieren möchte, dann sieht sie das H und dadurch gibt es halt einen Impuls oder beziehungsweise ein Potenzial, das über einen gewissen, eine gewisse Schwelle geht, weil es eben als relevante Information wahrgenommen wird. Und dadurch lässt sich das dann auch hier wieder ebenfalls so korrelieren. Und man weiß dann, okay, das H ist gemeint. Und so kann eine Person relativ gut buchstabieren, viel schneller als zum Beispiel mit der Blinzelmethode, die sonst genutzt wird. Mittlerweile gibt es sogar noch weiter. Da kann man auch korrelieren, welche Neuronen aktiv sind oder welche Neuronengruppen aktiv sind, wenn ich meine Sprechmuskeln verwende. Und wenn ich jetzt versuche zu sprechen und diesen Befehl schon an die Muskeln abgebe, quasi innerhalb des Gehirns, dann kann hier schon korreliert werden, welche Wörter oder Laute hier ausgesprochen werden sollen. Und das kann dann synthetisiert werden. Das ist so eine Forschungsmethode. Das ist noch relativ in den Kinderschuhen. Erfordert auch, dass eine Person ja sprechen kann, um den Algorithmus erstmal anzutrainieren. Denn diese Algorithmen, also diese Trainingsprozesse sind relativ aufwendig. Und da müssen auch für jeden Patienten individuell erfolgen. Und hier ist nochmal eine ganz coole Grafik von einer Frau, die jetzt sich mal wieder, also das erste Mal seit Jahren oder Jahrzehnten, glaube ich, einen Schluck Wasser gönnt mit einem Roboterarm, den sie eben steuert mit der Gehirn-Computer-Schnittstelle. Ist auch noch ein etwas älteres Modell. Man sieht da den Kasten auf dem Schädel. Heutzutage sehen die ein bisschen unauffälliger aus. Das ist jetzt der Affe von Neuralink, der Mindpong spielt, also nur mit seiner Gehirn-Computer-Schnittstelle. Man sieht auch zum Beispiel der Joystick, den er da bewegt, der ist ausgestöpselt. Also das heißt, man hat das so antrainiert, dass er den Joystick bewegt und man korreliert, welches Gehirnmuster da zustande kommt, um dann eben zum Schluss dazu überzugehen, dass nur noch das Gehirnmuster hier dieses Mindpong steuert. Man kann allerdings, was Computerspiele angeht, auch noch weitergehen und einfach Gehirn-Computer-Schnittstellen dazu nutzen, zu sehen, was das Engagement-Level von einem Spieler ist und dann auf die emotionale Situation auch beim Spielen Rücksicht zu nehmen. Also zum Beispiel langweilt er sich
Oder ist er jetzt irgendwie so super konzentriert und vielleicht auch ein bisschen überfordert? Oder will er gleich eine Pizza essen? Dann kann man die direkt bestellen. Ja, ich glaube noch nicht, aber vielleicht irgendwann mal, genau. Eine interessante Sache ist auch, wer am Arbeitsplatz irgendwie merkt, er ist zu gestresst und nicht so ganz konzentriert, der kann auch so EEG-Headsets einsetzen, um ja mal zu gucken, wie das Stresslevel so ist und wie man seine Konzentration optimieren kann. Optimieren kann man auch die Meditation, damit man auch hier keine Zeit verschwendet. Bei der Meditation werden ja oft der Versuch gestartet, möglichst in die Alpha-Wellen zu kommen im Gehirn, also möglichst so einen Ruhezustand herzustellen und aus diesem Survival-Mode und der Fluchtreflex aus den Beta-Wellen hinauszukommen. Da bietet es sich natürlich auch dann an, mit einer BCI zu schauen, wie gut hat's geklappt, kam das Monkey Mind, wie oft wurde ich abgelenkt, habe ich schon ans Kochen gedacht danach und kann dann sich schöne Statistiken für seine Meditation auch anfertigen lassen. Mittlerweile geht es aber alles noch ein Stück weiter. Also man überlegt auch, über Gehirn-Computer-Schnittstellen kommunizieren zu können. Also es sind hier zwei Forscher von der University of Washington über den Campus verteilt. Der eine war am einen Ende und hat einen Bildschirm gesehen mit einem Computerspiel, wo eine Kanone abgefeuert werden musste. Und im richtigen Moment, wenn sie abgefeuert werden musste, hat er so ein ereignisbezogenes Potenzial ausgebildet. Das wurde übers Internet übertragen zur anderen Person am anderen Ende des Campus. Und der hat dann durch eine kleine Stimulierung die Taste gedrückt und so konnten sie zusammen ein Computerspiel spielen, wo der eine gesehen und der andere die Kontrollmöglichkeit hatte. Das geht natürlich noch ein bisschen. Überlegt. Mach du. Ja, das eine dann schon an Telepathie, wenn zwei Köpfe miteinander direkt verdrahtet sind und miteinander kommunizieren können. Das ist genau auch der Traum, den Elon Musk hier getwittert hat. Und in diese Richtung gehen auch ganz viele Anwendungsfälle, die unter anderem die DARPA auch erforscht hat. Genau, aber auch hier sind wir nochmal, also können wir nochmal einen Schritt weitergehen. Gerade Elon Musk macht es. Er sagt, okay, wir müssen eigentlich mit künstlicher Intelligenz irgendwann verschmelzen, denn anders können wir sie nicht mehr übertrumpfen. Das ist auch hier so in diesem Tweet zu erkennen. Gerade das Thema zum Beispiel Mind-Uploading ist auch was Cyberpunk beschäftigt. Das ist so eine Art USB-Stick, auf dem man seine Seele oder zumindest seine Persönlichkeit irgendwie abspeichern kann oder seine, was auch immer man glaubt, was einen Menschen ausmacht. Und da passieren interessante Sachen, aber keine Spoiler, deswegen, Aber man kennt dieses Phänomen, spielt auch im Film Transcendence dann eine Rolle. Dort ist einer der genialsten KI-Entwickler, gespielt durch Johnny Depp, der ein ganz hochfähiges neuronales Netz programmiert und erstellt hat, trainiert hat. Auch er versucht dann, seine Persönlichkeit mit seinem neuronalen Netz zu verbinden. Und dann spricht auch immer der Computer mit seiner Stimme und er lebt sozusagen im neuronalen Netz als KI weiter. Da gibt's die Frage, ist das überhaupt realistisch? Es gibt eine philosophische Debatte auch dazu, wie weit sollten solche Möglichkeiten gehen? Und kann es überhaupt möglich sein, dass eine künstliche Intelligenz mit Denkprozessen sich verbinden kann? Kann man die menschliche Persönlichkeit uploaden und dann für immer weiterleben? Einer der größten Kritiker dieses Ansatzes ist Markus Gabriel im deutschsprachigen Raum, Professor aus Bonn, der zwei Bücher geschrieben hat, Der Sinn des Denkens. Da sagt er, das Denken ist ein Sinn wie Hören, Schmecken und andere Sinne und ist deswegen ein organischer Vorgang, der sich nicht einfach abbilden lässt durch Computer. Und in seinem Buch Ich ist nicht Gehirn stellt er sich gegen die Annahme, dass es möglich sei, den Mensch anhand seiner Gehirnströme überhaupt als Persönlichkeit darzustellen. Und er bringt es dann ganz schön zum Ausdruck, indem er sagt, es ist einfach ein Irrtum zu glauben, dass es eine Art Hirncomputer gibt, der unter der Schädeldecke irgendwelche Berechnungen vornimmt und dass es umso weniger möglich ist, diese Prozesse des Denkens und der Gehirnaktivität oder das, was den Mensch ausmacht, in irgendeiner Form auf Computer oder künstliche Intelligenzen zu übertragen. Und er sagt dann letztlich, es ist einfach
per se nicht möglich, KI und Denken in irgendeiner Form zu verbinden, denn jeder Computer ist letztlich nur eine Abbildung eines menschlichen Denkprozesses, aber kann es niemals ersetzen oder auch nicht auf ein gleiches Level kommen. Das einfach nur, um einzuordnen, dass da nicht nur die transhumanistische Utopie im Raum ist, sondern es gibt auch ganz viele Gegenstimmen, die sich dazu äußern. Wenn wir dann aber doch vielleicht irgendwann alle vernetzt sind und nicht nur mit unseren Smartphones und Computern, sondern vielleicht auch ja mehr oder weniger mit unseren Gehirnen, dann stellt sich natürlich die Frage, wie sicher es sind eigentlich diese ganzen vernetzten Systeme, die uns umgeben, aber vielleicht auch die irgendwann in unserem Körper sind, mit uns verschmelzen. Das sind natürlich super futuristische Fragen, aber gleichzeitig vernetzte Medizinprodukte gibt's schon. Und zum Beispiel das BSI hat sich auch mehrere davon angeschaut und hat da ja schon so den ein oder anderen Klopper drin gefunden, sage ich mal. Also zum Beispiel Pins im Klartext, unverschlüsselte Kommunikation, die man dann auch mit Funkausrüstungen abhören kann. Nicht so eine ganz sichere Bluetooth-Kopplung. Und das war jetzt hier so eine Insulinpumpe, wo da so ein paar Beispiele auch drin vorkommen. Man muss jetzt dazu sagen, der Hersteller hat sich freiwillig gemeldet und es ist natürlich auch super, dass er sich da zur Verfügung stellt und da auch ja sein Medizinprodukt überprüfen lässt. Wer weiß, was man in anderen Medizinprodukten noch so finden könnte. Von daher ist es super wichtig, darauf zu achten und auch da fair zu sein und sich zu freuen, dass man was findet, aber auch gleichzeitig diesen Prozess weiter betreibt. Wir können hier leider nicht so erklären im Detail, wie genau man Medizinprodukte hacken kann. Erstens sind wir Juristen und können das jetzt nicht so gut erklären wie viele andere. Zweitens gibt es ja auch jede Menge Leute, die das machen. Also hier zum Beispiel auf der Black Hat, das ist ein ziemlich guter Vortrag zu dem Thema. Es gab auch vor ein paar Jahren mal beim CCC tatsächlich hier einen Vortrag, der auch sehr zu empfehlen ist. Man merkt aber trotzdem, wenn man ein bisschen kreativ ist, dann kann man die Hürden schon überwinden und dann kann man schon auf diese Systeme zugreifen. Das heißt, Breach Protocol quasi haben wir schon mal abgehakt. Also Breach Protocol Check, also das, was im Spiel angesprochen wird, scheint tatsächlich auch realistisch zu sein. Aber Short Circuit, also dass man jemand jetzt in elektrische Impulse versetzt, das ist es auch möglich, oder? Ja, man glaubt schon. zum Beispiel der ehemalige Vizepräsident der USA, Dick Cheney, der hatte einen vernetzten Kardiowärter im Defibrillator und da wurde extra diese drahtlose Vernetzungsfunktion ausgestellt, um zu verhindern, dass irgendwelche Terroristen ihn da hacken und ihn dann umbringen. Auch der Vortrag, den ich gerade eben erwähnt habe bei der Black Hat, die haben auch ein bisschen demonstriert, dass sowas prinzipiell möglich ist. Auch bei der Insulinpumpe, die ich vorhin erwähnt habe, beim BSI war es so, dass man da die Insulindosis verändern konnte. Das heißt, so prinzipiell, wenn der Zugriff oder die Zugriffsmöglichkeit umfassend ist, also hat man schon mal Breach Protocol und ist dann in der Lage, irgendwelche Funktionalitäten zu beeinflussen, dann hat man auch Short Circuit. Also wo es stimulierende Gehirn-Computer-Schnittstellen gibt, da kann man auch Impulse von außen das Gerät hacken und dann ausüben. Der noch etwas freakigere Fall ist ja, dass man die Person letztlich manipuliert und zum Wahnsinn treibt. Gibt es da auch schon Ansatzpunkte oder ist das vielleicht? Ja, auch hier haben wir die ein oder andere Sorge. Also ich muss dazu sagen, gerade die Brain Stimulation hat schon in mehreren Fällen, die dokumentiert sind, dazu geführt, dass Menschen vom Umfeld als impulsiver wahrgenommen wurden. Teilweise sind langjährige Beziehungen zerbrochen, Jobwechsel wurden plötzlich so aus dem Nichts raus durchgeführt und es gab auch den einen oder anderen Fall, wo jemand wirklich mit zum Beispiel einer Manie eingewiesen wurde in eine psychiatrische Behandlung. Also das sind schon wirklich auch teilweise extreme Situationen entstanden, aber man muss auch gleichzeitig sagen, das ist sehr, sehr selten. Die Menschen, die so eine Deep Brain Stimulation haben, die und an denen das durchgeführt wird, die haben in der Regel sehr, sehr schwere Krankheiten, sehr, sehr schwere Krankheitsverläufe von irgendwie
mehreren hundert epileptischen Anfällen am Tag bis hin zu sehr, sehr starken Parkinson-Krankheit ist da wirklich eine ganze Bandbreite. Von daher ist es immer so ein bisschen schwer zu sagen, ja, was sind hier eigentlich wirklich die Veränderungen der Persönlichkeit, die hier passieren können und was ist hier eigentlich das Schadenspotenzial? Das heißt, wir können auf jeden Fall mal nicht ausschließen, dass es passiert, vor allem, wenn man es auch bösartig macht. Und der Arzt, der vielleicht irgendwie die Brain Stimulation einstellt, wird ja auch versuchen, dass da möglichst wenig Nebenwirkungen entstehen. Von daher, ja, ausschließen kann man es nicht und in Zukunft sollte man auch sich damit auseinandersetzen als Szenario. Man sollte es wahrscheinlich auch nicht unterschätzen, dass das Gehirn ja ein einfach über Jahrtausend gewachsenes Organ ist, das sehr, sehr komplex im menschlichen Körper verankert ist. Und jeder Versuch dort quasi von außen durch einzelne Impulse einen Einfluss zu nehmen, ist weder evolutionär vorgesehen und eben auch neurowissenschaftlich höchst gefährlich. Und die Konsequenzen davon sind wie bei vielen Technologien einfach nicht sicher absehbar, wenn es zu einem massenhaften Einsatz kommt. Genau. Und wenn wir jetzt schon über massenhaften Einsatz sprechen, dann sind wir jetzt schon bei der Ransomware, denn die befällt momentan ja so einiges und ist natürlich auch eine Frage der Zeit, wann das Medizinprodukte betrifft. Also bestimmte medizinische Einrichtungen wie Krankenhäuser oder auch so eine Strahlentherapie, so ein Strahlentherapiegerät hat es schon betroffen und wenn man jetzt überlegt, das könnte vielleicht auch Medizinprodukte betreffen, wo dann wichtige Daten, Patientendaten drauf liegen oder drauf gespeichert sind, dann ist schon klar, dass da auch ein Stück weit ein finanzieller Anreiz besteht. Von daher, Cyberware Malfunction hätten wir auch. Man muss auch noch dazu sagen, es gibt ja auch noch 1000 weitere Möglichkeiten, irgendwie Cyberware zu deaktivieren. Also jetzt so eine Gehirn-Computer-Schnittstelle beispielsweise, zum Beispiel mit DOS-Angriffen, irgendwie Batterie entleeren und so weiter. Das heißt aber auch, dass wir ja Schadprogramme haben und hier haben wir quasi so eine Art Bonusangriff, der geht prinzipiell auch, also auch hier. Wir haben dann hier mal so ein Beispiel gefunden in einem relativ interessanten Paper, das ist hier unten, steht hier unten links. Die haben tatsächlich versucht, also diese Forschendengruppe, Pins zu erraten, und zwar mit Verbraucher-EEG-Headsets. Also die ich vorhin gezeigt habe, die da so relativ charmant am Kopf anliegen, wie so Headsets. Mit denen lassen sich eben diese ereignisbezogenen Potenziale messen. Und wenn man da jemanden einen Stimulus vorsetzt, dann kann es sein, dass man zum Beispiel Pins, Geburtsmonat oder den geografischen Standort, das haben sie da so erraten. Und das Threat Model, das hier präsentiert wurde, ist quasi, wir nehmen einfach mal an, es gibt einen App-Store für Gehirn-Computerschnittstellen, also so App-Stores gibt's, die sind momentan noch geschlossen, aber vielleicht gibt's ja künftig offene oder auch einfach eine Download-Möglichkeit im Internet, vielleicht auch noch so schön kostenlos. Und dann kann man da ja eine schädliche App anbieten. Wenn man so eine App anbietet, dann kann man ja so eine API für Rohdaten nutzen, um die bei den EEG-Headsets halt die ganzen Messwerte abzugreifen. Und wenn man dann mit der App noch einen Stimulus kontrolliert, dann kann man einfach die ereignisbezogenen Potenziale auswerten und darauf Rückschlüsse ziehen. Und das Potenzial ist da relativ weit. Man kann da auch alle möglichen anderen Dinge über eine Person vielleicht rausfinden, auch sowas wie zum Beispiel Religion, sexuelle Orientierung oder auch politische Ausrichtung. Das ist natürlich alles noch sehr, sehr futuristisch, aber gleichzeitig so vom Proof of Concept müsste man sich, also es ist schon was, worüber man mal nachdenken kann. Und gerade das Thema auch Kontrolle des Stimulus, da kann man auch durchaus Schaden anrichten, mit selbst, ich sage jetzt mal, banalen Methoden wie einem etwas blinkenden GIF. Hier zum Beispiel bei Epilepsie-Patienten 2019, die dann ja tatsächlich epileptische Anfälle hatten. Das Gleiche ist auch schon mal passiert vor über 10 Jahren, damals in einem Epilepsie-Forum. Keine Sorge, wir spielen jetzt keins davon ein, also ihr könnt weiter auf den Bildschirm schauen. Kommen jetzt tatsächlich eher dann zu dem trögeren Teil, dem juristischen Teil. Was hat das denn alles jetzt mit den Grundrechten zu tun? Was sagt unser Grundgesetz dazu? Klassischerweise nähert man sich der Frage erstmal aus den Angriffsszenarien und eben auch aus der IT-Sicherheit. Und die IT-Sicherheit hat dann diese klassische Pyramide. Genau, da hat man zum Beispiel die Vertraulichkeit, dass Daten vertraulich oder
ja, nicht von jedem eingesehen werden können, und sowohl gespeichert als auch in der Übertragung. Kann man zum Beispiel verschlüsseln, dann die Integrität, also dass Daten oder IT-Systeme nicht einfach so manipuliert werden von Unberechtigten, und die Verfügbarkeit, dass die Leistung des Systems auch weiterhin fortbesteht, also dass zum Beispiel so eine Epilepsie-Gehirn-Computerschnittstelle auch weiterhin funktioniert und Epilepsieanfälle mal mindestens abmildert oder zumindest oder auch vielleicht sogar verhindert und nicht irgendwie ausfällt. Und das Gleiche gilt auch für Neurotechnologien. Von daher spricht man dann von Neurosecurity, und auch das ist super wichtig. Gleichzeitig sind ja Gehirn-Computerschnittstellen nicht nur einfach ein IT-System, das der Mensch halt so nutzt, sondern ist auch gleichzeitig, geht es hier ja um Menschen, die direkt damit verbunden sind, die möglicherweise direkt die Auswirkungen auch spüren und davon betroffen sind. Deswegen muss man sich hier auch mit Neuroethik auseinandersetzen. Und wir haben jetzt mal so ein paar Grundprinzipien der Neuroethik rausgegriffen, die wir so ein bisschen mit den Grundrechten jetzt abgleichen. Genau, Anknüpfungspunkt im Grundgesetz sind eigentlich wenige Sätze. Das sind Artikel 1 Absatz 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, das kennen alle, und dass der Staat eben auch dazu verpflichtet ist, sie zu schützen und sich schützender vorzustellen. Also Grundgesetz, die Grundrechte schützen nicht nur vor den Eingriffen durch den Staat, sondern machen auch etwas, was man so eine objektive Werteordnung nennt. Also sie sind eben auch eine Rahmenbedingung für unsere Gesellschaft, und der Staat ist auch verpflichtet, unsere Grundrechte zu schützen durch Eingriffe anderer. Und Grundlage auf allem ist im Grundgesetz, das ist ja relativ alt, Artikel 2 Absatz 1, jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, also eine gewisse Autonomie, sich selbst zu entfalten. Grundrechtlich sind das dann folgende Grundrechte, die betroffen sind. Die allgemeine Handlungsfreiheit ist das, was wir eben gehört haben. Die Freiheit der Person ist dann weniger die Persönlichkeitsentfaltung, sondern die Bewegungsfreiheit und eben die Menschenwürde. Die Autonomie kann betroffen sein auf verschiedenen Arten und Weisen. Zum Beispiel, indem man einer Person, die darauf angewiesen ist, ein Assistenzsystem entzieht. Beispielsweise überlegen wir uns eine Person, die unter einem Locked-In-Syndrom leidet, also nicht sich äußern kann, hat dann jetzt eine Gehirn-Computerschnittstelle, mit der sie mit anderen Menschen sprechen kann. Wenn man ihr das entzieht, entweder sie wegnimmt oder sie lahmlegt oder die Batterie vorsätzlich entleert, ist die Person in ihrer Autonomie betroffen. Und mögliche Angriffsszenarien sind, dass man sie damit erpresst oder dass man ihr einfach die Möglichkeit, sich selbst auszudrücken, nimmt. Die etwas dann noch stärkeren oder krasseren Eingriffe sind, wie wir es vorhin mit der Stimulation von außen hat, die körperliche Unversehrtheit und Leben, auch das ist geschützt im Grundgesetz, also dass niemand einen verletzt oder tötet. Also diese Gefahr, haben wir ja gesehen, ist jedenfalls nicht ganz von der Hand zu weisen, sondern die ist real, wenn man mit stimulierenden und auch vor allem Implantaten arbeitet. Und ja, dann gibt es gewisse Abgrenzungsschwierigkeiten bei dieser Verschmelzung, weil hierher der Computer und die Technik und der menschliche Körper sehr nah miteinander zusammenwachsen. Es wird in der Fachwelt dann diskutiert, ob es sowas wie mentale Integrität gibt als Schutzgut. Die Schwierigkeit besteht darin, dass man ja einerseits an Körper andockt, also man kann einzelne Gehirnsignale manipulieren oder stimulieren, aber es ist also der Körper, dann ist es aber auch die Persönlichkeit, die sich ja durch das Gehirn gesteuert entfaltet. Und das Gleiche gilt bei der Frage, ist jetzt das Eigentum betroffen? Man ist ja dann auch Eigentümer von so einer Gehirn-Computerschnittstelle oder man hat sie nur geliehen vom Arzt, dann ist es vielleicht dessen Eigentum. Aber ab wann wird es denn eigentlich Teil des eigenen Körpers, wie bei einer Beinprothese? Ist das jetzt eigentlich mein Eigentum oder ist es mein Körper? Also solche Abgrenzungsfragen gibt es dann auch, wenn man sich das grundrechtlich näher betrachtet. Die großen Angriffsszenarien kann man sich dann hier vorstellen, also den Personen körperliche Schäden zuzuführen, die Gehirnaktivitäten zu beeinflussen und ja auch hier wieder Erpressungsszenarien zu sagen, du wirst wieder 30 Epilepsieanfälle bekommen, wenn du mir nicht so und so viel Bitcoin überweist, dann lasse ich deine Gehirnschnittstelle wieder laufen, bis hin zu wirklich ferngesteuertem Suizid oder Mord. Aber auch Konditionierung ist möglich, also so eine sublime Einflussnahme darauf, dass man Leute in bestimmte Richtungen triggert, dass man ihre Persönlichkeit manipuliert und verändert.
Und der große Komplex, der natürlich auch betroffen ist, ist der Datenschutz und die Privatheit. Da war das Verfassungsrecht und das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe sehr kreativ über die Jahre, weil eben zu der Zeit, als das Grundgesetz und die Handlungsfreiheit geschaffen wurde, noch nicht absehbar wird, was es technisch für Möglichkeiten gibt. Es hat dann begonnen, dass die Handlungsfreiheit erstmal nur bedeutet, dass man sich nach außen äußern kann. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht hat dann das Bundesverfassungsgericht in Kombination mit der Menschenwürde konstruiert, dass es also auch einen Innenraum gibt, der geschützt ist, der Persönlichkeitsentfaltung. Und daraus dann, da ist ein Fall beispielsweise das Recht am eigenen Bild. Und daraus abgeleitet hat das Bundesverfassungsgericht dann 1983 im Volkszählungsurteil das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, also die Grundlage unseres heutigen Datenschutzrechts, und dann im Online-Durchsuchungsurteil auch das IT-Grundrecht. Warum war das notwendig? Der Grund dafür ist, dass das Recht auf informationelle Selbstbestimmung vor allem auch die Verarbeitung von personenbezogenen Daten zielt und das IT-Grundrecht. Und hier sehen wir wieder, dass die Pyramide und die Begriffe aus der IT-Sicherheit hier auftauchen, eben auch es einen Schutz gibt, dass die IT-Geräte, die man benutzt, dass auch die nicht infiziert werden, zum Beispiel mit einem Staatstrojaner und man alle Festplatten und den Prozessor auslesen kann. Und ja, also ein gewisses Grundvertrauen darauf, dass IT-Geräte nicht beeinträchtigt werden von außen. Die Angriffsszenarien sind dann hier auch wieder ähnlich. Daten auszuspähen, die auf einer Gehirn-Computerschnittstelle gespeichert sind oder dort verarbeitet werden. Man kann andere Leute überwachen, könnte beispielsweise gucken, schläft die Person, macht sie Sport, ist sie gestresst oder nicht. Das kann man sowohl bei Personen machen, aber auch der Staat könnte das nutzen. Erpressung wieder und da wir es mit Gesundheitsdaten zu tun haben, die datenschutzrechtlich besonders geschützt sind, aber auch besonders wertvoll sind, ist es auch denkbar, beispielsweise mit diesem Verfahren, dass man die PIN errät, dass man sich gewisse Identitäten aneignet oder sogar die Daten von einer oder allen Gehirn-Computerschnittstellen durch einen Hack bekommt und dann weiterverkauft. Und diese Daten sind sehr, sehr wertvoll auf dem Markt. Und der letzte Punkt, der dann ethisch grundrechtlich betroffen ist, ist die Identität. Das ist dann etwas, was wieder im allgemeinen Persönlichkeitsrecht und der Menschenwürde steckt, diskutiert wird. Gibt es so etwas wie ein Recht auf psychologische Kontinuität, also sich selbst sein eigenes Narrativ vom Leben zu machen, sich ändern zu können, aber auch zu sagen, ich möchte so sein. Und das wäre ja bei einer Manipulation über Gehirn-Computerschnittstellen, könnte man auf die Persönlichkeit fremdbestimmt Einfluss nehmen und ja, sowohl, dass man sagt, ich kann mich ändern, aber ich da kann auch selbst entscheiden, wer ich bin. Auch das ist betroffen. Die Angriffsszenarien hier sind eher noch in der Zukunft und noch nicht so klar wie bei den anderen drei Gütern. Aber auch hier wird sich, wenn es stimulierende Gehirn-Computerschnittstellen gibt, im massenhaft wahrscheinlich neue Rechtsfragen und spannende auch ethische Diskussionen weiter entspinnen. Genau, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie sind Brain-Computer-Faces reguliert? Also wir haben ja schon gesehen, die Grundrechte schützen uns in eine gewisse Weise, aber das muss natürlich auch konkretisiert sein. Da hat der Staat einen ja, Schutzauftrag der Verfassung. Und ja, jetzt schauen wir uns mal an, was hier so alles an Rechtsgrundlagen gelten könnte. Das kennen wir ja auch bei anderen Technologien, also bei Autos gibt es Gesetze, die regeln, wie man damit umzugehen kann, was gewisse Sicherheitsanforderungen sind, aber auch bei Medikamenten, bei Hygiene, bei Lebensmitteln, aber auch bei chemischen Stoffen. Um das kurz zusammenzufassen, was bei dieser Analyse, die eben auch Teil der Forschung von Caroline und Professor Martini ist zu sagen, okay, IT-Sicherheitsrecht gibt es, aber es ist sehr branchenspezifisch und gilt nur in ganz wenigen Fällen. Das Datenschutzrecht, DSGVO, wird allen bekannt sein, ist sehr, ja, es gibt sehr viele Regelungen, es wird sehr viel geregelt, aber es betrifft immer nur die Person, die Daten verarbeitet, adressiert also keine Produkte, die Daten verarbeiten per se. Dafür gibt es dann das Produktsicherheitsrecht, entweder für Medizinprodukte, dort ist es sehr ausdifferenziert, wie welche Anforderungen für Medizinprodukte bestehen, wie sie auf den Markt kommen dürfen, welche Regeln dort sind oder beim Produktsicherheitsgesetz allgemein auch. Dort ist immer das Problem, sie schützen erstmal nur die Sicherheit der Person, also Körper und Leben, und sind wenig ausgerichtet auf den Schutz der Persönlichkeit.
nicht zuletzt gibt es dann die Vorschriften im bürgerlichen Gesetzbuch, die Verträge regeln über digitale Produkte. Die sind relativ neu, treten bald in Kraft, aber sind auch noch nicht wirklich vor die Gerichte gekommen und sind auch noch nicht ganz klar. Die KI-Verordnung wird auf europäischer Ebene gerade diskutiert. Auch da wird es dann Regeln geben. Aber Caro, sag uns doch mal noch mal genauer, was die Analyse jetzt zeigt, wie das bestehende Recht auf die Gehirn-Computer-Schnittstellen reagiert. Also zunächst das IT-Sicherheitsrecht, wie schon gesagt, es gibt kein allgemeines, es gibt nur so spezielle Regeln. Hier gibt es zum Beispiel das BSI-Gesetz, das ist vielleicht auch relativ bekannt. Das reguliert aber nur die IT des Bundes und der kritischen Infrastrukturen sowie noch so ein paar zusätzliche Adressaten, aber Gehirn-Computerschnittstellen fallen hier erstmal unter keins. Es sind insbesondere auch keine kritischen Gesundheitsdienstleistungen, die sind ja zum Beispiel nicht unmittelbar lebenserhaltend, auch sonst ist es leider nicht so einschlägig. Was es gibt, ist das Recht des BSI, bestimmte Produkte oder Systeme zu untersuchen auf ihre IT-Sicherheit hin. Davon hat das BSI mit den vernetzten Medizinprodukten auch bereits Gebrauch gemacht. Bericht des Ganzen habe ich ja vorhin kurz erwähnt. Das ist auch eine ziemlich gute Sache, aber ist gleichzeitig auch keine umfassende Regulierung. Das Datenschutzrecht, also vor allem die DSGVO, die hat mit dem Artikel 32 natürlich eine gute Grundlage für technische und organisatorische Maßnahmen zur Datensicherheit. Da steht einerseits der Stand der Technik drin, da kann man sich dann, wen es genauer interessiert, irgendwie das IT-Grundschutzkompendium oder so anschauen. Ein paar Maßnahmen sind auch explizit geregelt, wie zum Beispiel die Verschlüsselung. Eine weitere interessante Sache ist die rasche Wiederherstellung nach einem Zwischenfall. Das heißt, auch hier ist zum Beispiel Vorfallsmanagement extrem wichtig. Das heißt, wenn irgendeine Sicherheitslücke ist, und das wird früher oder später wahrscheinlich mal auch viele betreffen, dann ist es eben wichtig, dass man schon Prozesse geklärt hat und relativ schnell die Sicherheitslücke identifizieren und schließen kann, dass man vielleicht Sicherheitsupdates ausrollt und so weiter. Man darf auch nicht vergessen, wir reden hier nicht über irgendwelche Daten, sondern über Gesundheitsdaten, also neurologische Daten. Und die sind besonders geschützt durch die DSGVO, aber auch gleichzeitig erhöhen sie das Schutzniveau, das man anlegt, um zu bewerten, ob hier ausreichende Datensicherheit gewährleistet ist. Aber wie schon gesagt, es ist nicht wirklich umfassend regulierend, denn hier sind vor allem die Datenverarbeitenden, also Verantwortliche wie auch Auftragsdatenverarbeiter oder betroffen und eben nicht die Hersteller. Und das führt dann dazu, dass zum Beispiel, wenn wir jetzt so Emotive sehen mit ihren Verbraucher-EEG-Headsets, dass sie erstmal für das Produkt zuständig sind und gegebenenfalls, also dann aber nicht unter die DSGVO fallen, oder sie verarbeiten noch Daten im Rahmen von der App und dann sind sie in dem Fall dann eben datenverarbeitend beziehungsweise Verantwortliche fallen dann unter die DSGVO, wenn jetzt aber so eine App nicht mit angeboten wird oder die Datenverarbeitung rein vom Nutzer oder vom Arzt kontrolliert wird, dann ist die DSGVO für die Geräte an sich erstmal nicht zuständig. Was bei Medizinprodukten greift, ist die Medizinprodukteverordnung, also ist eigentlich EU-Recht und die gilt also mittelbar bei uns. Und da ist allerdings die Frage, wann liegt ein Medizinprodukt vor? Und dafür ist ausschlaggebend, was der Hersteller sagt. Sagt der, dass es ein Medizinprodukt ist? Zum Beispiel gibt es diese schönen Verbraucher-Headsets von Emotive. Und die haben hier so diesen Disclaimer quasi, not sold as a medical device. Und das bedeutet, es ist kein Medizinprodukt. Eine Ausnahme besteht bei transkranieller Gehirnstimulation, weil da eben Nebenwirkungen entstehen können, die durchaus auch ganz ernst sein können. Die fallen immer unter die Medizinprodukte-Verordnung. Was dann allerdings Fragen aufwirft, ist zum Beispiel Neuralink, wenn sie mal irgendwann Gehirncomputerschnittstellen auf den Markt bringen, die nicht zu medizinischen Zwecken dienen, sondern hier steht's, enhance your own brain. Das wäre ja kein medizinischer Zweck, sondern eben ein Enhancement-Zweck. Und Neuralink möchte auch Mikroelektroden, die implantiert werden, entwickeln oder hat schon entwickelt. Und die wären dann ja innerhalb des Gehirns, wäre also eine intrakranielle Gehirnstimulation. Und rein vom Wortlaut fällt es da nicht drunter. Die Medizinprodukteverordnung erwähnt die IT-Sicherheit im Anhang. Gleichzeitig hat aber auch die Koordinierungsgruppe Medizinprodukte, die ist zusammengesetzt aus verschiedenen Vertretern der Aufsichtsbehörden der jeweiligen Mitgliedstaaten,
Und die haben eben mit der Guidance on Cybersecurity for Medical Devices eine Leitlinien eingeführt oder ausgearbeitet, wie man IT-Sicherheit bei Medizinprodukten schützen kann. Das ist ein relativ ausführliches Defense-in-Depth-Konzept. Ziemlich interessant, kann ich nur empfehlen, mal reinzuschauen. Die haben insbesondere auch so Regeln wie, es muss autonom funktionieren und darf nicht auf eine drahtlose Verbindung angewiesen sein. Und auch viele Regeln zum Vigilanzsystem, das bedeutet Post-Market Surveillance, also wenn das Medizinprodukt auf dem Markt ist, muss es trotzdem weiter beobachtet werden. Und da geht es dann auch um die Frage, wie geht man um, wenn dann doch mal ein Vorkommnis passiert, wenn das Medizinprodukt irgendwie manipuliert werden kann, wenn da irgendwie die Patientensicherheit in Gefahr ist. Allerdings geht es hier auch nur um die Patientensicherheit und Gesundheitsgefahren. Worum es nicht geht, ist Datenschutz oder Privatheit. Das heißt, wenn Daten einfach so exponiert sind, dann ist das prinzipiell mal nichts, weshalb die Medizinprodukteverordnung greift. Es würde dann wieder das Datenschutzrecht eventuell greifen. Da sind ja auch Vorfälle zum Beispiel zu melden. Aber auch hier klaffen wieder so die Verantwortungsbereiche so ein bisschen auseinander. Ganz ähnlich ist es beim Produktsicherheitsgesetz. Auch hier ist Körper, Leben, Gesundheit und Eigentum geschützt, nicht aber die Persönlichkeitsinteressen. Ein weiteres Problem vom Produktsicherheitsgesetz ist, dass dann nur vorhersehbare Risiken zum Zeitpunkt quasi auf den Markt bringens relevant sind. Was also komplett fehlt, sind Sicherheitsupdates, wenn irgendwelche unvorhersehbaren Risiken und Sicherheitslücken entstehen. Aus dem Grund sollte dann das neue Bahnkaufrecht im BGB quasi helfen. Das tritt bald in Kraft. Und hat insbesondere diese Pflicht zur Aktualisierung. Man muss aber auch dazu sagen, es wird zwar indirekt auch gesagt, man soll halt an Datenschutz und Datenschutz durch Technik und so weiter, das soll schon irgendwie Teil der Vertragsmäßigkeit sein, aber auch mit unter Umständen im Einzelfall oder auch die Pflicht für Aktualisierung, soweit sie für die Vertragsmäßigkeit erforderlich sind. Das sind also relativ viele vage Begriffe. Das heißt, wann, wie genau das jetzt umgesetzt wird, was für ein Maßstab gilt und wie scharf dieses Schwert eigentlich ist, das ist noch nicht so ganz klar und muss sich rauskristallisieren. Zusätzlich ist noch ganz interessant das neue Gesetz über künstliche Intelligenz. Also das ist noch im Entwurfsstadium. Das wurde vor kurzem, ja, vor ein paar Monaten vorgelegt. Soll eine Verordnung, also eine EU-Verordnung sein. Gehirn-Computer-Schnittstellen fallen darunter, weil sie ja statistische Methoden und Machine Learning verwenden und bei Stimulierung zum Beispiel auch ja Sicherheitskomponenten dann über KI-Methoden funktionieren und dann sind es Hochrisiko-KI-Systeme und müssen dann besondere Anforderungen unter anderem an die Cybersicherheit erfüllen. Man sieht also grundsätzlich, dass hier relativ viele verschiedene Regulierungsmöglichkeiten greifen und keine so richtig alles abdeckt. Und insbesondere das Datenschutzrecht so auf der einen Seite und die Produktregulierung auf der anderen Seite steht. Es soll ein bisschen Abhilfe geschaffen werden. Die Europäische Kommission hat schon angekündigt, da in den Produktsicherheitsregulierungen nachzuschärfen, um eben auch diese Privatsphärenkomponente zu stärken. Aber bislang gilt eben das hier. Hier sind noch ein paar weitere Informationen für den Fall, dass sich jetzt irgendjemand besonders für Gehirn-Computerschnittstellen interessiert. Und ansonsten, ja, die Quellen sind hier verlinkt und ja, freue mich schon auf eure Fragen. Vielen, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Die QA dazu findet jetzt im Big Blue Button Raum ADA statt. Den Raum findet ihr hier im Video als Text und als QR-Code eingeblendet. Die Adresse ist events.hexen.org/awesome_ada.html. Wir wechseln jetzt in den Big Blue Button Raum Hexen zur großartigen Ada für die Q&A. Bis gleich.